Ja, dann erzähle ich jetzt über, was habe ich auf dem Kongress gefrickelt. Genau, und zwar habe ich ein sehr schlechtes 3D-Display gebaut innerhalb von 3 Tagen, was mir sehr viel Spaß bereitet hat. Und ich dachte, ich erzähle einfach, was da so reingeflossen ist und wie man so etwas sich auffrickeln kann, wenn man das denn möchte. Ist so ein bisschen spannend, weil es irgendwie alles abdeckt von mit ein bisschen Software und ein bisschen Hardware und ein bisschen Random-Kram. Ja, also erstmal, das ist ein Persistence of Vision Display, also das funktioniert so, dass man genau wie bei dem klassischen Fernseher oder so die Pixel nicht die ganze Zeit anlässt, sondern weil das menschliche Auge sehr langsam ist, insbesondere wenn der Hintergrund dunkel ist, kann man halt Dinge kurz anmachen und dann sieht es noch längere Zeit so aus, als ob es da hell ist, obwohl was auch immer da hell war, schon lange verschwunden ist. Kann man im zweidimensionalen Fall machen, so wie es eine klassische Röhre oder so macht, die halt die Pixel abtastet. Kann man auch im 3D-Fall machen, indem man die Pixel halt nicht nur kurz anmacht, sondern dabei auch noch sein Display sehr schnell durch die Gegend bewegt. Oder auch weniger schnell in meinem Fall, aber im Prinzip schnell hin und her bewegt. Ja, was hatte ich mit, als ich zum Kongress fuhr? Also natürlich alles Mögliche, aber für dieses Projekt insbesondere ein Raspberry Pi 2 Modell B. Ist unten drunter ein Broadcom Peripherie System und Chip Dingsy mit dieser Typnummer, falls irgendjemand später Datasheets nachgucken will. Tatsächlich habe ich sehr viel dieses Datasheet gestartet während des Kongresses. Dann hatte ich 2 Sätze Transistoren mit, die ich irgendwie irgendwann mal organisiert hatte, einen Haufen NPN, einen Haufen PNP-Transistoren. Die sind nicht besonders toll, die beiden. Also das sind halt irgendwie so Kleinsignaltransistoren, halbwegs schnell, aber für dieses Projekt ungeeignet. Das macht aber nicht wirklich was. Dann ein ranziges OLED-Display, was ich mir irgendwo mal bei eBay geklickt habe. Das ist so ein SSD-1306-Chip plus irgendeine OLED-Matrix. Aber diese Typnummer gibt einem das richtige Datenblatt. Ich hatte ein altes Diskettenlaufwerk und in Wirklichkeit hatte ich schon ein bereits teilweise zerlegtes altes Diskettenlaufwerk mitgenommen, weil ich schon wusste, dass ich das Gehäuse bestimmt für nichts brauchen würde. Ich hatte ein Bunch of Jumper-Cables irgendwie mit sowohl Male als auch Female, also irgendwie konnte man alles zusammenklicken, alles zusammenstecken und Dinge verbinden. Ich hatte ein kleines Breadboard mit und ein Laptop und ein USB-Kabel. Oh. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber okay. Ja, insbesondere hatte ich nicht irgendeine Dokumentation für dieses alte Diskettenlaufwerk. Also außer, ja, man kann da irgendwie diesen ATA-Dings hier reinschieben, aber das war eh schon weg, weil das alles schon abgebaut war. Ich hatte auch keine richtig gute Spannungsquelle. Ich hatte, was viel ärgerlicher war, keine Tastatur, kein HDMI-Monitor und auch kein präkonfiguriertes Pi-Image mit. Weshalb der Pi am Anfang ziemlich ähnlich gut funktioniert hat wie der übliche Stein. Das Internet war auch nicht so gut, dass ich ohne weiteres neue Pi-Images runterladen wollte oder allzu große Dinge. Außerdem wäre das vielleicht doch zu einfach gewesen und dann hatte ich irgendwann Lust, das doch kompliziert zu machen. Und ich hatte auch keine anderen Komponenten mit, also keine irgendwie Dioden oder Haarbrücken oder anderes Zeug, wie man das eigentlich löst. Ja, okay. Was tut man, wenn man keine Dokumentation für dieses Floppy-Dings hier hat? Man guckt sich das an. In diesem Floppy-Laufwerk war innen drin am Ende ein PCB mit, was irgendwie 6 Pins rausgeführt hat und ein Haufen Widerstände und 3 andere Komponenten. Das eine war ein Motor, dann war so eine kleine Scheibe mit schwarzen, weißen Strichen und so ein Kästchen drumherum. Da kann man mal schnell raten, das ist wahrscheinlich ein optischer Drehsensor, der wahrscheinlich leuchten kann und gucken kann. Und ein Motor. Das heißt, wenn man 6 Pins hat, ist das, was ich da mal geraten habe, stimmt das wahrscheinlich. Also ich bin mir sicher, es gibt 2 Anschlüsse für den Motor. Da kann man die Polarität umdrehen und dann dreht er sich in eine andere Richtung. Das ist relativ wie erwartet. Und es gibt halt noch 4 andere. Das ist ziemlich sicher eine LED, die leuchten kann. Wahrscheinlich Infrarot, aber das konnte ich nicht sehen. Und eine Fotodiode, die halt gucken kann. Aber das habe ich am Ende alles nicht benutzt. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das da wirklich drauf war. Ja, dann brauchte ich noch irgendwie ordentliches Power Supply für den Motor, weil ich nicht unbedingt den Motor direkt aus meinem Pi AK aus meinem Laptop powern wollte. Das fand ich dann doch ein bisschen zu riskant mit Spannungsspitzen und so. Deshalb habe ich ein sehr günstiges USB-Ladegerät am Bahnhof gekauft und geopfert und hatte danach 5 Volt. Das kann man sicherlich auch anders lösen, aber es funktionierte. Ja, dann hatte ich das Problem, dass ich den Pi nicht benutzen konnte. Also ich konnte da SD-Karten reinschieben, aber sonst halt nichts. Und wenn ich darauf versuchte, Linux zu booten, habe ich halt nichts gesehen, weil es keinen Monitor gab und keine Tastatur und so weiter. Aber ich hatte von einem anderen Projekt zufällig noch herumliegen einen halben ARM-Compiler und einen vielleicht, na sagen wir einen halben ARM-Assembler und einen Viertel ARM-C-Compiler. Oder vielleicht auch eher ein 16. oder so. Aber jedenfalls konnten die schon so ein bisschen Binary-Stuff produzieren. Und insbesondere waren die sowieso darauf ausgelegt, ohne Linux zu laufen, und dann halt Bare Metal, naja, Bare Metal ist es ja nicht, das ist dieses komische
Broadcom GPU Boot Dings hier, aber das lädt dann Kernel Image und jumpt dann da rein und dann ist man erstmal aus seinem Core allein und kann arbeiten und hat nicht so viel Speicherbeschränkung und ja, das hatte ich eh rumliegen, habe das also genommen, habe da dann noch ein bisschen rumgefixt, zum Beispiel, dass man Arrays dereferenzieren kann, ohne dass es irgendwie hässlich platzt wegen Misalignment und habe ihm mal Binary Not und Left Shift beigebracht, das ist ganz nützlich, wenn man irgendwie so GPIO machen will und andere Bitmaskenmagie. Genau, und dann konnte ich Software machen, die auf meiner SD-Karte flashen, die reintun, Power Up und hatte direkt ausführenden Code auf meinem Fall. Das war schon mal ziemlich nützlich. Ja, Tag 1 habe ich im Wesentlichen damit verbracht, nämlich auf das Datenblatt von dem WCM zu starren und zu versuchen, dazu zu sorgen, dass die beiden Onboard-LEDs vom Pi irgendwas machen, außer beim Boot Up leuchten und dann damit aufhören. Das konnten sie schon am Anfang. Das war aber nicht sehr spannend. Hat ziemlich lange gedauert. Aber das Gute ist, sobald es einmal geht, kann man halt debuggen. Ich weiß nicht, wer alles schon mal irgendwie Mikrocontroller oder Hardware gebastelt hat, aber sobald man irgendwie quasi checken kann, ob das Code noch lebt, hat man schon viel gewonnen. Das ist meine Erfahrung so in diesem Fall so. Ja, dann habe ich mir zwei GPIO-Pins geschnappt. Also ich habe wieder lange ins Datenblatt gestaucht und herausgefunden, wie ich die konfigurieren muss. Und dann habe ich mir zwei GPIO-Pins geschnappt, um den Motor anzusteuern. Das Problem ist, ich möchte den Motor eigentlich in zwei Richtungen laufen lassen, halt vorwärts und rückwärts, damit ich das Display hin und her bewegen kann. Dafür brauche ich später noch eine Haarbrücke, damit ich den halt mit unterschiedlichen Polaritäten ansteuern kann. Aber genau, das können wir erstmal mit GPIO jedenfalls die Signale rausleiten. Und das OLED frisst I2C. Zum Glück hat der Pi zwei I2C-Treiber-Komponenten direkt onboard. Die kann man benutzen, nachdem man auch wieder lange ins Datenblatt gestartet hat. Das war ein bisschen hässlicher mit dem Ansteuern, aber ging am Ende auch. Ja, und was macht die Software eigentlich? Etwas sehr Hässliches. Sie nimmt den Motor und fährt ihn hart gegen die Wand. Das ist sehr gut, denn wenn er an der Wand ist, weiß ich, wo er ist. Dann fährt er von der Wand wieder weg und während er wegfährt, fängt er an, Bilder auf das OLED zu malen. Das hat den Vorteil, dass das gleiche Bild, also wenn ich in dem gleichen Zeitpunkt das gleiche Bild male, kommt es auch an die gleiche Stelle, weil der Motor immer gleich schnell fährt. Das ist zwar alles ziemlich approximiert, aber im Großen und Ganzen stimmt das. Später habe ich sogar gemacht, dass wenn er wieder zurückfährt gegen die Wand, dass er auch die gleichen Bilder blittet. Das hat ein bisschen Justierung gebraucht, bis die gleichen Bilder wieder an der gleichen Stelle waren, mehr oder minder. Aber es geht. Ja, und das macht es oft. Genau, dann hat man quasi ein hin und her wackelndes OLED, auf dem Dinge erscheinen. Die einzige Aufgabe ist dann noch, quasi die richtigen Slices des Objektes auf das OLED zu blitten. Kann man das halbwegs sehen? Die Kommentare kann man nicht sehen, ne? Ja, schlechter C++-Code, also man könnte besseres C schreiben, aber der Compiler kann kein besseres C, also nicht wundern. Erstens mal, es gibt eine Peripherie Base Address, wo quasi ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, I.O. Memory Range von diesem Broadcom-Kram in den ARM-Core gemappt ist. Laut Doku liegt die bei 0x7f, laut Linux Kernel Source liegt die bei 0x3f, das funktioniert auch. Das ist die richtige physikalische Adresse, 0x7f ist die Busadresse. Du willst das eh. Ich kann mir das gefixte Memory Manual dafür geben. Ja, das Manual spricht darüber, dass es ein Mapping gibt, aber es gibt ein Diagramm, wo das Mapping erklärt ist und das ist. Nee, du musst schon die Adresse, du musst die physikalische Adresse nehmen. Dass die geht, weiß ich. Ja, ja. Das habe ich ausprobiert. Das macht der Linux-Kernel auch so. Aber in die Doku steht, diese da soll man nehmen und dann muss man dieses Mapping-Diagramm anwenden. Das Mapping-Diagramm ist aber crap. Ja, ich muss dir mal das Manual geben. Es gibt für den Concore ein Manual, dann gibt es ein Manual, das jemand gefixt up hat und dann gibt es ein Manual, das nochmal gefixt up wurde. Ja, das fühlt sich jetzt auch an. Aber die Antwort, also das normale Manual ist okay, also wenn man halt die Base Address ändert, dann funktioniert der Rest. Ja, tatsächlich. Das ist mal 3F. Das hätte ich dir sofort sagen können. Ich habe zum Glück nicht auf dem Kongress suchen müssen. Ich hätte das in einem anderen Projekt schon vorher mal gefunden, dass ich die Frame dafür benutzen würde. Ja. Das war ganz gut, sonst hätte ich glaube ich noch sehr viel mehr Zeit verschwendet, bis ich GPIO am Laufen gehabt hätte. Ja. Raspberry Pi. Ja, voll gut dokumentiert, nicht. Ja gut, das hier kommt alles aus dem BCM-Doku, da kann man sich halt aussuchen, wo die ganzen Peripherie-Register, die gemappt sind, um halt GPIO anzuschalten und zu sagen, ob man das jetzt irgendwie setten will oder clearen will und was da alles passieren soll. Blablabla, bla, bla, wo der I2C-Controller ist, wie die Slave-Address von diesem OLED-Display ist. Wenn man jetzt irgendwie richtiges Linux hätte, müsste man auch Speicher allokieren. Das habe ich mir aber hier gespart, weil ich auf dem Kongress war und eh einfach nur gucken wollte, ob es geht. Und mein Code ist kleiner als das und danach habe ich ja viel Platz. Ich kann das ja ein bisschen beispielhaft zeigen, aber es ist nicht mehr ganz so spannend, denke ich.
zum Beispiel eine kleine I2C-Transferroutine, die irgendwie eine Länge bekommt und einen Data-Pointer. Wobei das jetzt alles ziemlich ranzig ist, weil Data ist ein Pointer auf ein UN32-Array, wo jeweils das Lowest Byte quasi ein Byte für den I2C-Transfer ist. Aber es war schneller, als den Compiler zu fixen. es gibt auch eine Story, warum es diesen Compiler überhaupt gibt und warum der so crappy ist. Weil es ist überhaupt nicht dafür gedacht, schnell Software zu schreiben, sondern verifizierte Software zu schreiben. Und das habe ich hier nicht gebraucht, weil ich nur auf dem Kongress ein 3D-Display bauen wollte, aber das hatte ich halt gerade umliegen. Ja, dann sagt man irgendwie dem Broadcore, ja, macht halt den I2C-Kram an und startet mir einen Transfer und dann wartet man darauf, dass irgendwie FIFO Platz hat und schreibt das nächste Byte rein, ja. Wofür steht I2C? Für, keine Ahnung, also eigentlich ist das I2C, aber ich habe keine Ahnung, wofür das steht. IC Intercircuit. Warte, ich kann dir sagen, was es üblicherweise verbindet. Also halt Mikrocontroller und so kleinere Peripheriegerätchen, sag ich mal. Also, das ist so der übliche Anruf. Vielleicht für Controller, wenn mir seiner was stimmt. Nee, es ist I2C, ist tatsächlich der Name. Aber hat das. Es klingt, also I2C klingt, als ob es eigentlich IIC sein müsste und das müsste irgendwas sein. Oder nicht? Okay, das heißt einfach I2C. Okay, das ist so ein Name von Philips. Genau, so ein Name, den sich Philips ausgedacht hat. Okay, ja. Genau, also das gibt. Also Wikipedia sagt Inter-Integrated Circuit. Ja, das macht Sinn. Also von einem Anwendungsbereich. Also es ist halt üblicherweise in, keine Ahnung, innerhalb eines PCBs oder halt so, keine Ahnung, Temperatursensor, der nochmal auf dem Motherboard drauf gelötet ist oder halt so, also das OLED ist eher schon fast ein großes Gerät, würde ich behaupten. Mhm. Ja, viele Mikrocontroller können das nativ. Und so auch der Hi. Das ist erstaunlich schwierig, das richtig zu machen. Inwiefern? Wenn man sich so anschaut, dass die Leute alles falsch machen, wenn sie es implementieren. Ja. Achso, die Hardware dazu implementieren. Ja, das glaube ich. Das Protokoll ist auch relativ. Also in dem Datenblatt zum OLED steht, wie man das quasi eigentlich benutzen soll. Welche Spannungen und Pull-up und Pull-down und so, dass man alles machen soll. Ich bin sehr glücklich, dass der Pi das einfach schon kann und ich das nur verbinden musste. Na, das Protokoll ist jedenfalls nicht völlig offensichtlich. Fand ich. Ja. Ja, dann muss man irgendwie die Startregister lesen. Okay. Ja, Motor off zum Beispiel setzt halt irgendwie die TPO-Pins dann halt auf Low, Motor up, das kann man sich vorstellen, halt die entsprechenden Sachen für die Hardware hoch und runter. Dann gibt es dann Pre-Compute-Screens-Funktionen, weil ich mir gedacht habe, dass es bestimmt gut ist, erst alles auszurechnen und dann das Splitting zu machen, weil das eh alles schon langsam ist. Deshalb berechnet er quasi vorher die Voxelwolke, die er später anzeigen will und die verschiedenen I2C Messages, die ihr quasi später ins OLED schicken will. Deshalb ist hier so ein 0x40 irgendwie am Anfang von dem Framepointer. Das ist eigentlich so ein Command-Byte für das OLED. Das sagt, der Rest sind dann Daten. Und danach ist quasi einfach eine Voxelwolke, die hier mit Code aufgebaut wird. Das kann man bestimmt noch eleganter machen, aber habe ich nicht eleganter gemacht, weil ich auf dem Kongress war und nur wollte, dass es geht. Dann gibt es später noch ein Precompute B, was einen kleinen Buchstaben B in die Voxelwolke malt und die andere Kante von dem B quasi wieder wegmacht. Lalala, so, dann gibt es einen OLED-Initialisierungskram, den kann man sich halt aus dem Datenblatt raussuchen. Da muss man einfach die richtigen magischen Zahlen reinsagen, damit es irgendwie angeht, damit es hell wird, damit es irgendwie seine Spannung stabilisiert und damit es schnell arbeitet und noch so ein paar Sachen. Das ist halt bei jedem OLED anders, aber bei diesem sind dies die richtigen magischen Zahlen. Genau, das ist so klassisches Initialisierungsgeraffel. GPIO-Funktionen aussuchen, immer noch GPIO. I2C-Clock setzen, diese 180 experimentell ermittelt an. Das ist halt so schnell, wie es geht, bevor es nicht mehr geht. Naja, das Problem ist, ich möchte möglichst schnell auf einem Display anzeigen, damit ich viele Z-Ebenen machen kann. Wenn ich halt zu langsam einen Bus-Clock habe, dann kann ich halt nur langsam hochblitzen, dann wird es halt schlechter. Wenn ich es zu schnell mache, geht es nicht mehr, weil der Chip nicht hinterherkommt und dann habe ich halt rumgefrickelt, bis es stabil ging und danach geht es nicht mehr. Genau, dann prüfe ich um die Screens, mache den Motor aus, schiebe das B ein bisschen durch die Gegend. Genau. Und. Spannender Wort. Ja, total. Blittet hier immer den aktuellen Frame quasi auf das OLED. Dann fährt er den Motor ein bisschen zurück. Diese 30.000 ist Eigenschaft quasi der Clockfrequenz vom Pi und der Motorgeschwindigkeit von diesem Floppy. Weil ich muss dafür sorgen, dass es stabil gegen die Wand fährt und nicht. Also, wenn ich gleich schnell vor- und zurückfahren würde, kann es halt sich langsam verschieben durch Unsauberkeiten, sage ich mal. Das heißt, diese 30.000 ist quasi der Safety-Buffer, dass es immer gegen die Wand fährt und nicht langsam wegdriftet, denn das wäre sehr schlecht für die Anzeigequalität. Sieht man ja in der Doku. Was? Das ist nicht dokumentiert worden. Achso, ja. Ja, das ist alles hier. Und dies ist auch noch so ein bisschen Debugging-Kram, wenn man wieder einkommentieren kann, wenn man blinkende LEDs möchte. Aber blinkende LEDs sind schlecht, denn die sind hell. Und wenn es heller ist, funktioniert Persistent Sufficient nicht mehr gut.
So, jetzt habe ich ein paar Bilder. Nämlich zur Haarbrücke. Wie sieht das überhaupt aus? Also für die, die schon mal Hardware gebaut haben, die werden sagen, das ist alles völlig trivial. Für Menschen wie mich, die selten Hardware bauen, muss man darüber nachdenken, was man tun will. Also die Aufgabe ist diesen Motor hier. Den möchte man in die eine und in die andere Richtung steuern können. Das heißt, manchmal möchte man hier Plus und da Minus haben, manchmal umgekehrt. Die übliche Lösung sieht ungefähr so aus. Das ist eine, also Doom sagt, die beste Lösung ist, man kauft einfach ein Haarbrücken-IC. Das stimmt wahrscheinlich auch, weil die sind dafür gebaut. Aber man erinnere sich, auf meiner Partsliste war kein Haarbrücken-IC, sondern nur Transistoren. Also habe ich Folgendes getan. Man kann hier unten, das sind NPN-Transistoren, damit kann man quasi dieses Minus hier auf diese Leitung schalten. Wenn man da irgendetwas Positives anlegt, was mehr so ausreichend positiv, dann kann der Strom hier so da lang abfließen, das ist schon mal schön. Und hier oben ist ein PNP-Transistor, wenn man hier ausreichend negativ anlegt, dann kann dieser Strom da so durchfließen. Diese Dioden sind dafür da, dass wenn der Motor abgeschaltet wird zum Beispiel und die Induktivität in dem Motor eigentlich gerne den Strom noch weiter treiben möchte, die Spannungsspitzen nicht die Transistoren grillen. Und das intern spricht außerdem, man möchte hier einen sehr kleinen Kondensator daneben tun, um die Spannungsspitzen noch ein bisschen abzupuffern. Und das ergibt zwar ein bisschen Verluste in Effizienz, bei dem Projekt ist die Effizienz sowieso vernachlässigbar, aber wenn man einen sehr kleinen Kondensator nimmt, soll das wohl gut sein. Und natürlich hat man hier auch überall bei den Eingängen zum Mikrocontroller für einen schönen Sicherungswiderstellen, damit da nicht zu große Ströme fließen. Das funktioniert, wenn man das so baut, mit dem Pi gar nicht, weil das Logic High, wenn hier 3,3 Volt kommt, nicht wirklich so ähnlich ist wie 5 und diese PNPs einfach anbleiben. Das habe ich sinnvollerweise erst herausgefunden, bevor ich alles mit Strom versorgt habe. Deshalb ist mir tatsächlich auch auf dem Kongress nichts abgeraubt. Aber man muss das noch mit ein paar Transistoren mehr generieren, damit man, also das ist jetzt quasi genau das Problem, dass man hier diese Spannung auf, ich weiß nicht, wo man hin will, irgendwie 4,3 oder so will man wahrscheinlich schaffen, schalten muss, obwohl man nur 3,3 aus dem Pi rausbekommt. Das hier sind einfach Pull-Up-Widerstände, die dafür sorgen, dass dieser Knoten hier so lange auf 5 Volt bleibt, bis dieser Transistor angeschaltet wird. Und diese unteren, die NPNs anschalten, das funktioniert mit dem Pi ganz wunderbar, weil 3,3 Volt natürlich ausreicht, um hier Basisstrom zu treiben. Da gehören eigentlich auch Widerstände hin, aber Effizienzgründe. Wenn man erinnert sich auf meine, was habe ich dabei, waren gar keine Widerstände, es waren auch keine Dioden, es waren auch keine Kondensatoren. Die Haarbrücke, die ich gebaut habe, sieht so aus. Die funktioniert auch. Das darf man offiziell nicht so machen. Das hat viele, viele Nachteile. Zum Beispiel, dass diese 3,3 Volt aus dem Mikrocontroller hier ankommen, dann 0,7 Volt über diese Diode abfallen und dann 0 Volt sind. Es mag auffallen, dass das eigentlich nicht so sein kann. Entweder muss hier mehr abfallen oder im Draht mehr abfallen oder im Pi mehr abfallen. Ich denke im Pi, aber im Pi fällt nicht so viel ab. Also jedenfalls ist Undervoltage Exception nicht gehandelt in der Firmware und trotzdem läuft es meistens. Das scheint also ganz okay zu funktionieren. Ja, die tun natürlich diese ganzen Widerstände, die man eigentlich will. Und das mit den Dioden ist auch crap, weil die Spannungsspitzen vom Motor jetzt einfach hier in die Transistoren reinkommen. Aber weil das große, diskrete Transistoren sind und das alles ziemlich träge ist, geht das in der Praxis trotzdem. Und es ist auch niemals auch nur warm geworden, wenn ich es angefasst habe. Die Transistoren sind eigentlich auch Kleinsignaltransistoren und können offiziell irgendwie, ich weiß nicht, 150 mA oder 100 mA oder so, aber es funktioniert. Und ich hatte ja auch keine anderen. Diese beiden Widerstände braucht man leider, weil man, also man sonst klappt das hier mit dem Pulldown nicht so gut, wenn man die weglässt. Surprise. No shit, Sherlock. Ja, das ist doch warm hier. Spannungsteller ist leider kein Spannungsteller. Dies. Genau, deshalb habe ich mir aus der Blinking Area 2x120 umgeschnaut. Die waren sehr freundlich, als ich gesagt habe, ich brauche zwei Widerstände. Also erst habe ich gesagt, ich suche Bauteile, haben sie mich ein bisschen nicht so glücklich angeguckt, haben gesagt, ich brauche zweimal irgendwie so irgendwas 100 bis 500 Ohm. Dann haben sie gesagt, okay, da ist die Tüte, so sieht was raus. Das war okay. Das war wohl ein Fall von, keine Meta-Fragen bitte. Ja, genau. Ja, außerdem hatten die auch Lötkolben und Lötzinn und all die coolen Sachen. Das war sehr nützlich. Also war zwar meistens ziemlich voll, aber wenn man irgendwie frühmorgens oder spätabends da war, war es überhaupt keine Sache. Dann brauchte ich ganz dringend Background Darkening, weil nämlich diese Halle war zu hell. Wenn man da ist, hat einfach Persistence of Vision nicht gut funktioniert, weil diese Strahlen auf die Space Assembly gerichtet waren, oder zumindest in die Gegend. Glücklicherweise hatten mich andere Entitäten aus dem Space mit leeren Rumkisten versorgt, die hervorragend dazu geeignet waren, einen dunklen Hintergrund herzustellen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich eine leere Rumkiste für technisch notwendig erachtet habe. Außerdem brauchte ich elektrische Isolation an verschiedenen schlechten Lötstellen, aber wir hatten noch alte Hoa-Sticker. Und ich brauchte, das Problem ist, das Diskettenlaufwerk ist unten nicht gleich hoch. Auf der einen Seite ist der Motor und auf der anderen Seite war das Gehäuse. Das habe ich aber abgebaut. Deshalb war es schief und hässlich und hat gewackelt. Da brauchte ich ein kleines Beinchen, das habe ich auch aus einem Hoa-Sticker gemacht.
Also man kann mit relativ wenig Dingen relativ okayische Hardware bauen. Naja, weiß ich nicht, aber jedenfalls funktionierende. Ja, was ist dabei rausgekommen? Ein Display, das hat 128x Auflösung, 64y Auflösung und 12z Auflösung. Zum Preis von nur einem OLED und ziemlich viel Hackery. Es kann zweimal pro Sekunde neu malen. Ja, Tech-Demo-Time. Ich probiere das mal aus, ob das auch diesmal funktioniert. Ich habe im Space noch weitergebaut. Es hat jetzt noch so crazy Bremsdingsies. Hier? Ja, an der Seite der Wand habe ich hier noch dieses blauliche Zeug angebaut, damit es nicht mehr hart gegen das Metall fällt. Das Problem ist, Metall ist sehr elastisch. Dann springt das so ein bisschen in der Z-Ebene. So, Power-Up hier. Sehr schön. Achso. Und wir brauchen noch ein anderes Power. Das hier ist Harbridge, also Motor-Power. 5 Volt. Genau, das tut es. Wenn es dunkler ist, sieht es sehr viel besser aus. Man darf halt nicht... Ich glaube, unsere 5 Volt Versorgung ist nicht so geil. Kaputt. Mach die Lampe halt wieder an. Nee, man darf die Lampe nicht ausschalten, weil dann die 5 Volt Motorspannung nicht mehr so ganz stabil sind. Das ist bestimmt nicht gut für den Teil, der versucht, seine Transistoren zu treiben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo die Widerstände echt nützlich gewesen wären. Aber ich hatte keine Widerstände. Und das ist jetzt der Buchstabe B? Nee, es sind 3 Buchstaben. Wenn man aus der richtigen Richtung guckt, kann man sie erkennen. Also die ist wahrscheinlich ungefähr da, wo Lars und seine Kamera eingestellt hat. Jetzt bräuchte noch mehr... Ja. Das ist halt shitty, aber es ist 3D. Also, es ist shitty, aber es ist 3D. Kannst du nichts sagen. Du musst tatsächlich den Kopf auch drum rumbewegen. Boah, geil! Siehst du mehr Dinge? Das ist tatsächlich ziemlich geil. Achso, ich stelle mich mal in die Schlacht. Ich geh nochmal weg. Ja, ich geh auch nochmal weg. Ich hab schon gesehen. Ja, ich hab's schon sehr lange gesehen. Wenn man, also, man sieht die Schicken sehr schön an den Buchstaben. Es hängt extrem vom Winkel ab, ob der Kopf die Linie in den Buchstaben verbindet. Denn das Problem ist, dieses OLED ist halt trotzdem, macht ja auch zwei genug dazwischen. Das heißt, die Einzelpixel sind nur wenige Mikrosekunden lang an und deshalb gibt es halt keine Würfel im Raum, sondern Slices. Das ist ja das. Und das hat er hinten so stark eingebüßt durch die Bumper. Ja, das ist so gut. Du hast nichts umreißen. Ja. Ganz normal bist du auf den Beigewände gefahren. Da wird es dann mehr Volumen. Hm? Das ist schon fancy. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, ob man das leicht upscalen kann. Das Problem ist tatsächlich, schnell Displays zu finden. Also, das OLED hat irgendwie, ich weiß nicht, letztes Mal 25 oder 30 Hertz Refresh haben. Also, wo einfach so durch 15 Z-Ebenen sind halt dann irgendwie 2 Hertz. Wenn man sehr viel mehr Z-Ebenen haben wollen würde, was ich natürlich will, aber auch gleichzeitig höhere Refresh-Frequenz, dann müsste man halt sehr schnell Displays haben, die irgendwie 1 Kilohertz Refresh haben. Die gibt es aber nicht. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Also das schnellste Panel, was ich gesehen habe, hat irgendwie 240 Hertz. Ja. Und danach ist halt Schluss. Das braucht einfach keiner. Deshalb wird es nicht produziert. Und man kriegt zwei LED-Matrizen, die beliebig schnell sein könnten, aber die sind alle mit Controllern. Und die Controller sind halt auf Display-Anwendung optimiert. Sprich, die schaffen auch nur 120 Hertz. Controller kannst du auch bestimmt abmachen. Ja, dann habe ich aber die unerfreuliche Aufgabe, halt für, weiß ich nicht, 2015 und 2050 LEDs neue Controller anzulöten. Ich meine, ich frickle auch gerne, aber meine Motivation ist endlich, was das angeht, glaube ich. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es noch irgendwie ganz andere Ideen, wie man 3D-Displays bauen kann, aber kleine, hässliche kann man so bauen. Ja, Fragen, Anregungen, Kritik? Ich sehe nichts mehr, aber vielleicht können wir ein bisschen ändern. Also du kannst versuchen, die Lampe anzünden, vielleicht geht es dann wieder aus. Nein. Wenn nicht, dann nicht. Hast du die PNP-Transistoren wirklich so rum eingebaut? Oder sind die nur im Schaltplan falsch rum? Ich denke, nur im Schaltplan falsch rum. Okay.
Also sie sollten. Nicht, ob sie falsch rum sind. Ich meine nur. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum man sie malen muss, damit sie das Richtige tun. Ich habe sie. Also sie funktionieren in beide Richtungen. Nur mit weniger Gain. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, ich betreibe sie hoffentlich eh in der Sättigung. Das ist auch nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, wichtig, genau. Ich weiß es nicht, wir können es ausprobieren. Wir haben wirklich das Gerät aufgebaut auf dem Breadboard. Hast du schon probiert, deine Implementierung jetzt zu verifizieren? Nee. Das hätte ich auf dem Kongress auch auf keinen Fall geschafft. Also ich habe ja tatsächlich den Compiler und den Assembler-Kram gebaut für Verifikation. Und ich habe meine andere C-Funktion verifiziert. Als Problem ist, ich kann nicht genau sagen, wie lange ich dafür wirklich gebraucht habe, weil ich halt die ganze Zeit auch nebenbei quasi parallel Infrastruktur gebaut habe, um zu verifizieren. Weil ich immer so, oh, das ist mir zu langsam, ich baue jetzt mal Infrastruktur. Aber die Zeitskala, über die wir reden, ist eher irgendwie 4 Monate Idle Time statt 3 Tage. Also jetzt nicht 4 Monate durcharbeiten, aber halt dieses 4 Monate, ich setze mich an, fange eine Stunde in Ding. Aber langsam, also wirklich langsam. Wobei mein Verifizierungsansatz ist halt auch nicht funktionale Programmierung und dann irgendwie Type-Kram in die Mathematik mappen, sondern State-Maschinen auf Binärebene und Axiome, die sagen, wenn ich mit meinem Instruction-Pointer auf Bytes zeige, die folgende Eigenschaften haben, dann ist mein nächster CPU-State folgender. Und ich habe insgesamt irgendwie 1,5 C-Funktionen bisher verifiziert, aber das ist auch schon wieder länger her. Gibt es eine größere Version? Ja, gute Frage. Das Problem ist die Refresh-Frequenz von diesem Display. Also es gibt 2 Sachen, die erstmal cool werden. Ein OLED, was passiv die LEDs irgendwie hält. Also die meisten OLED-Panels arbeiten halt so, dass irgendein Controller die halt einmal die Zeile anschaltet und dann auf die Spalten oder umgekehrt quasi sagt, welche dieser Zeile an sind. Das führt aber dazu, dass wir halt keine Voxel sehen, sondern diese Slices. Was nicht schön ist, weil sich die nicht natürlich verbinden aus vielen Blickrichtungen. Es soll angeblich irgendwelche Displays geben, die quasi in jedem Pixel einfach eine gewisse Zeit halten, tatsächlich, indem sie lokal noch ein bisschen Schaltung haben. Das würde da vieles verbessern. Man kann es halt schneller bewegen, mit irgendwie besserer Mechanik. Das würde aber dafür sorgen, dass man die gleichen Z-Ebenen halt weiter auseinanderzieht. Das macht es nicht wirklich besser. Ja, wie gesagt, man kann ein Panel versuchen zu kriegen, was sehr viel mehr Refresh Rate hat, aber ich habe halt nichts gefunden am Markt jenseits von 240 Hz. Ich denke, was ich eher nochmal probieren würde, wäre etwas, was auf rotierende Gegenstände mit Laserdioden irgendwie Kram projiziert und halt mit sauberem Timing. Also die GPIO-Pins von den Teils können arbiträr viel, irgendwie 40 MHz oder so, hat jemand mal ausprobiert. Das klingt auch jetzt nicht so unrealistisch. Und wenn man halt irgendeinen komplex geformten Gegenstand schnell genug rotiert, erscheint es mir so, als ob es möglich sein müsste, quasi da drin relativ gut Tiefeninformationen über die Zeit reinwerfen zu können. Also man stellt sich irgendwie so eine Art Walze, so eine spiky Walze vor quasi, auf die von außen Laserpunkte projiziert werden. Also, was ich mal vorher schon ewig her gesehen habe, war quasi so eine Helix, wo dann drauf geleuchtet wird, da ist so genug. Und das kontinuierlich, das drin genau, rotiert das, einfach. Ja, genau, da musst du halt von draußen irgendwie drauf leuchten. Das Problem ist ein bisschen, ich möchte eigentlich auch ungern ein ganzes Panel von Laserdioden quasi haben, also nicht ein 2D-Matrix, weil das wird wieder ewiges Gelöte. Also wäre schon mal die Frage, ob man nicht schafft, mit einem oder wenigen Strahlen davon quasi, die sich auch wiederum drehen, irgendwie was abzutasten. Das Problem ist, man kommt da ziemlich schnell in Materiallimits, wohl was Rotationsgeschwindigkeiten angeht. Also wir hatten das ja irgendwie letztens mal so spaßeshalber ausgerechnet. Wenn man es einfach nur versucht, quasi eine Helix und die dreht man schnell. Das Problem ist, man möchte sowohl, also jedenfalls wenn man es mit einem eindimensionalen Laser oder Dings hier macht, müsste sich das ja schon mal so schnell drehen, wie man Refresh-Rate haben will. Also irgendwie 30 Mal pro Sekunde, sagen wir 20 Mal pro Sekunde. Aber wenn man dann auch noch die Z-Ebenen darüber machen will, heißt das mal 20 Mal pro Sekunde mal Anzahl Z-Ebenen. Und irgendwie 400 Mal pro Sekunde Umdrehung ist halt zu viel. Also dann geht so, aber es sind dann irgendwie 24.000 RPM. Ja, aber das ist halt irgendwie die CNC-Spindel so. Und das macht jedenfalls eine 10 cm PLA-Walze wahrscheinlich nicht mehr lange. Also genau irgendwie bis die Geschwindigkeit erreicht ist. Und bitte Augenschutz tragen. Deshalb ist es nicht so klar, wie man das einfach hochskalieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie mit einer Walze, die eine sehr viel komplexere Geometrie hat, vielleicht mehr hinbekommt, damit man quasi schneller die Z-Ebenen abtasten kann, ohne dass man das Objekt schneller drehen muss. Aber das habe ich jedenfalls bisher noch nicht zu Ende gedacht. Aber ich denke, das wird so der nächste Fall. Auf jeden Fall irgendwie symmetrisch sein. Das heißt, ja, dann halt noch schneller. Dann fliegst du noch schneller wie Ohren, ja. Das stimmt, sehr sicherlich. Aber vielleicht doppelt so schnell.
Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass ich so eine... Du musst halt auch jede Halbdrehung in dein Bild gebaut haben. Ja, aber andersrum hat eine Weiße, die, also kennt ihr diese Schalldämpfungsschaumstoffe, die diese ganz vielen Sinusschwingungen in der Oberfläche haben? Ja. Sowas in noch dichter quasi und noch spikiger auf eine Walze. Das hätte den Vorteil, dass man mit relativ geringen Winkeländerungen relativ tief da reinleuchten kann quasi. Und dann könnte man, denke ich, mit nicht so viel Drehgeschwindigkeit von dieser Walze relativ schnelles Setup-Tasten hinbekommen. Und dann bräuchte man quasi nur einmal rotieren für die normale Refresh-Rate. Und das sollte gehen. Ich meine, 30 Mal pro Sekunde drehen ist okay, das kann man irgendwie schaffen. Aber ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie das wirklich aussehen könnte. Aber das scheint mir nicht völlig unmöglich zu bauen. Wenn du es größer baust, unser Mensa-Display, wenn wir das mit einem Panel betreiben, müssen wir sowas wie 1000 Herzen kriegen. Gut, dann brauchen wir nur einen sehr großen Linearaktuator. ja, aber das stimmt nicht. Also, wir hatten auf dem Kongress ein bisschen philosophiert, anstatt dass man das so hässlich mit so einem Motor hin und her schiebt, kann man etwas sehr viel Eleganteres machen, indem man das Display an ausreichender Menge oder ausreichender Größe Federn aufhängt. Denn dass man einfach ein lineares Panel baut. Das ist, sollte ziemlich frequenzstabil sein und auch sehr viel effizienter, dass man dem Panel quasi nur Schwung gibt. Ich habe so 16 cm Geschwindigkeit, ist dann aber Lineartor. Ja. Ja. Habe ich. Ja. Falls jemand braucht, ich suche noch ein Projekt dafür. Okay, na, wir haben ein Mensa-Display. Wie schaffen das auch? Ja, es macht, irgendwann lohnt es sich halt, den Luftdruck lokal abzusenken, damit du halt nicht auch noch den Wind produzierst, aber ja. Und dann auf dem Kongress, schön das Ding. Alle Leerpumpen. Also bei dem Mensa-Display benutzen wir ja das RGB-Display-Ausgang. Das macht halt locker 150. Aber wie steuert ihr die? Ja, also die elektrischen Signale machen mir gar nicht so die Sorgen, aber wie macht ihr das? Wie kommt ihr an die LEDs ran? Macht ihr das von Hand? Schau mal auf Mensa-Display-Seite im Wiki. Okay. Da ist ein Schaltplan. Das sind einfach ein paar Schieberegister. Und dann geht ihr quasi von Hand durch. Und dann macht dann eine Zeile hell und dann die nächste Zeile. Das heißt, man könnte sowas an irgendein kleineres LED-Panel quasi dran tun. Du hast halt 24 oder so Ausgänge, die du hochfrequent anstrahlen kannst. Damit kann man schon Sachen machen. Du kannst ja auch diese eigenen LED-Panels kaufen. Ja, das Problem ist, also die meisten, die ich halt gesehen habe, sind quasi fertig verlöteten Kontrollen. Die Kontrollen sind kacke. Ja, aber diese einfachen LED-Panels kriegst du mit einem Shift-Register und ein paar MOSFETs. Okay, also so 8x8 LED, oder? Mhm. Oh, schick mir mal links. Das klingt so, als ob das ich nicht möchte. Da war nur eine Handtasche mehr. Okay. Also ich meine, in dem Moment, wo halt nicht irgendein getakteter Controller davor ist, klingt das alles relativ realistisch. Das Problem ist halt, alles, was irgendwie versucht, kluge Dinge zu machen, macht die oft zu langsam, weil die halt dann einen Speicher reinbauen und 17.000 Muxer und dann machen die halt mit ihrem einen Controller, versuchen die möglichst viel zu treiben und das kriegen sie halt nicht schnell hin. Ja, ich meine, LEDs, denen ist das ja egal. Ein einzelner LED kann man nur einige Kilohertz, das ist kein Problem, das habe ich schon moduliert für Datenübertragung. Das geht. Ja. Sonst guck dir mal ein Digital Mirror Device an. Für das, wenn du das drauf projizieren willst. Wir könnten ja, aber nee, die DLPs sind auch wieder. Die nehmen halt alle irgendwie Video. Ja. Ja. Aber du kannst auch, man kann sich so ein kleines DLP kaufen. Da gibt es einen Datenplatz und da kann man dann selber Daten reinschützen. Nicht, das geht? Ja. Du kannst welche von DI kaufen. Ja, genau. Ja, ich habe solche Dinger gesehen, aber ich habe immer nur quasi gesehen, macht das für Videokram und die können halt irgendwie. Bla bla bla. Aber ich weiß nicht, wie schnell das ist. Internet of Things Devices. Also siehst du mal vor, dass du deren Controller benutzt oder kannst du auch was eigenes machen? Ja, das ist nämlich genau die Frage. Das Chipset dort sofort. Achso, warte mal. Aber du hättest halt gleich eine 2D-Fläche. Ja, wie beim LED-Panel auch. Ich meine jetzt eher fürs Draufprojizieren, die Sachen, die du hin projizieren willst. Anstatt dann einen Laser drauf zu scannen. Okay.
Ja, aber das ist doch bestimmt hier irgendwie. Ich glaube, ich heute Nacht ein. Ja, aber die wollen da auch irgendwie Data und Clock und so. Das sieht nicht so aus wie Schiffe da parallel in die Kram drauf. Ja, du kannst nicht mit dem Raspberry Pi reinschiffen, auch was noch was dazwischen. Nein, das Problem ist, dass das irgendwie. Also, ich habe mir nur kurz drüber geguckt. Das sieht so aus wie die meisten Devices. Die nehmen halt Daten an, um für ein Videobild. Und wir haben sie halt einen Boost-Clock und die ist halt darauf ausgelegt, dass sie für normale Videoanwendungen das schnell genug reinkriegen. Genau, aber das Problem ist ja, dass die keine an und aus. Das heißt, du brauchst noch Zeit, um Dithering machen zu können. Nee, mein Problem ist ein anderes. Mein Problem ist, dass dieses ganze Dithering blablabla on Bord passiert. In dem genau, das, der Chip macht das nicht. Der hat ein extra Chip, der für ihn das Dithering macht und das ist nur das, das Mirror-Device. Okay. Das wäre gut. Das 80 MHz der Daten rein. Ja, genau. Das wäre jetzt potenziell cool. Kannst du mir den Datenblatt-Link irgendwie einfach, keine Ahnung, schmeißt Normalverteiler oder ein Reflow? Gimpfe? Also ich habe halt immer nur die Dinger quasi kombiniert gefunden, wo quasi Video in welcher Form auch immer. Und dann ist es halt, machen die PWM da lokal, ja, aber das hilft mir ja nichts mehr. Genau, und der nutzt dafür diesen Display-Controller und der schießt dann die ganzen gesunden Daten rein. Ja, das ist gut. Das will ich. Ein Display-Controller fake ich dann und dann kann man es. Wir werden über Z machen. So soll ich das so verstanden. Ja, mal gucken. Ja, schick einfach ein. Ich muss in Ruhe gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ja. Ja. Gut. Dann.